Ja, es wird Herbst. Das Gras wächst kaum noch und von den Bäumen fallen immer mehr Blätter herunter. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dem Automower seinen wohlverdienten Winterurlaub zu gönnen. Vor dem Einmotten soll man den Automower vollständig aufladen. Die Betriebsanleitung sagt dazu, um die Funktion und die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, den Mähroboter vor der Lagerung über Winter immer vollständig aufzuladen. Platzieren Sie den Mäher mit geöffneter Abdeckung in der Ladestation, bis das Batteriesymbol auf dem Display anzeigt, dass die Batterie vollständig geladen ist. Ganz genau so habe ich das gemacht. Anschließend soll man dann den Hauptschalter aufstellen. Vor der Einlagerung soll der Mäher noch ordentlich gereinigt werden. Das scheint mir logisch zu sein. Allerdings darf man dafür nur einen Lappen oder eine weiche Bürste benutzen. Man soll keinen Hochdruckreiniger verwenden und man soll das Ganze auch nicht unter fließendem Wasser machen. Tja, Husqvarna, das mit dem Lappen und der weichen Bürste, ich weiß ja nicht, damit habe ich den Dreck schön gleichmäßig verteilt. Wirklich wegbekommen habe ich ihn damit nicht. Letztlich musste ich doch fließendes Wasser nehmen. Und wenn man sich dann ansieht, was der Mäher so in der Saison alles hinter sich hat, dann kann das bisschen Wasser aus dem Schlauch auch nicht wirklich geschadet haben. Gut, wenn der Mäher sowieso gerade auf dem Rücken liegt, dann kann man gleich nochmal überprüfen, ob die Messer in Ordnung sind. Man kann überprüfen, ob alle Lager in Ordnung sind, insbesondere die Lager der Vorderräder soll man überprüfen. Natürlich soll auch die Ladestation über Winter ins Haus geholt werden. Dafür müssen die Erdhaken herausgedreht werden. Die Stecker für Netzkabel, Begrenzungskabel, Suchkabel müssen abgezogen werden. Da die Begrenzungskabel, Suchkabelstecker im Boden verbleiben, habe ich sie ordentlich mit Isolierband umwickelt und danach in so eine Wasserschutzbox aus unserem Wohnmobil verpackt. Und zuletzt greifen wir wieder zu Lappen und weicher Bürste und schrubben die Ladestation ein wenig ab.